Social Proof, was das ist und warum das für dein Unternehmen wichtig ist, erfährst du in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saad Chamo, Marketing-Abteilungsleiter, und ich möchte dir heute das Thema Social Proof näher vorstellen. Ja, was ist überhaupt Social Proof? So übersetzt heißt es eigentlich sozialer Nachweis. Ja? Das heißt, du musst deine Dienstleistung quasi beweisen. Wie macht man das heutzutage? Ja, du kennst das, eine Google-Bewertung dir einholen, Testimonial heutzutage, das heißt eine Videoreferenz von einem deiner Kunden über deine Dienstleistung. Und ja, was machst du eigentlich? Ziel des Ganzen ist es eigentlich, dass du anderen Leuten, also anderen potenziellen Kunden, Vertrauen aufbaust, wie sie, also warum sie deine Dienstleistung erwerben sollten. Ja, es ist natürlich immer wieder schwer, vor allem bei uns im Online-Marketing, muss man sehen, unsere Dienstleistung zum Beispiel ist nicht greifbar. Das heißt aber nicht, dass nur unsere Dienstleistung betroffen ist. Auch wenn du ja, Terrassen vertreibst etc., ja, dann ist das genauso wichtig. Es geht halt darum, anderen Leuten, die dich suchen, zu beweisen, dass deine Dienstleistung gut ist. Und was hilft da am allermeisten? Natürlich andere Kunden, die zufrieden sind mit deiner Dienstleistung. Ja. Es ist sehr einfach, heutzutage ranzugehen. Also die bekannteste Methode ist ja zum Beispiel eine Google-Bewertung. Wie kannst du das fördern? Ja, bau dir einen Prozess in deinem Unternehmen, dass immer, wenn deine Dienstleistung erbracht wurde, dass du in einem, ja, vielleicht nach einem Monat oder nach 2 Monaten nochmal auf den Kunden eingehst, ihm nochmal fragst, ja, und war alles in Ordnung? Gefällt Ihnen beispielsweise unsere Dienstleistung, Ihr neues Terrassendach? Würden Sie uns weiterempfehlen? Hinterlassen Sie uns doch mal eine Google-Bewertung. Für Sie eine Minute, für uns ein sehr, sehr großer Hebel. Testimonials sind ja nichts anderes als eine Google-Bewertung, nur digitaler, das heißt vielleicht in der Videoform. Und da kannst du auch auf deine Kunden, die zufrieden gehen, eingehen, ist, hey, lieber Kunde, könntet ihr mir vielleicht helfen? Ja? Ihr seid ja zufrieden, wir arbeiten sehr gut zusammen und wir harmonieren gut. Und könntet ihr mir vielleicht helfen, damit ich vielleicht auch Vertrauen gewinnen kann? Wie wäre es, wenn wir mal unseren Kameramann zu euch schicken und wir stellen ein paar Fragen und alles, was ihr machen müsst, ist einfach ganz einfach in die Kamera sprechen, erklären, wie das war, wie die Zusammenarbeit war. Ja, es ist ein Video, wahrscheinlich nicht länger als 2 Minuten, aber was sehr, sehr, sehr viel Vertrauen schafft. Weil der Kunde, der sich dann vor die Kamera stellt und wirklich die Dienstleistung bewertet, der muss schon wirklich zufrieden sein. Und wenn du jetzt angefangen hast mit deinen Google-Bewertungen, 5, 6, 7 Stück sammelst im Monat, 1, 2 Testimonials sammelst, dann ist das ein sehr, sehr großer Effekt, wie du einfach sehr, sehr positiv nach außen kommst, dass du das, was du versprichst, auch wirklich einhältst. Und genau deswegen solltest du an deinem Unternehmen arbeiten, wie das nach außen gezeigt wird. Sammle Google-Bewertungen ein, Facebook-Rezensionen oder mache Testimonials. Bewirb die, lass die in deiner Region einfach Anklang finden. Zeige nach außen, dass Kunden mit deiner Dienstleistung zufrieden werden, und du wirst sehen, deine Abschlussrate wird sich von alleine steigern, weil du Vertrauen in der Region gewonnen hast. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Einblick da geben. Wenn du noch Fragen hast, wie das Ganze, wie du das eher angehen solltest, wie du vielleicht den ersten Schritt in diese Richtung gehen kannst, dann komm auf uns zu. Wir haben da Vorlagen für dich vorbereitet, wie du das Ganze angehen kannst. Geh auf unsere Webseite, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Und bis bald.